Macht ja nichts. Frau Sitz. So, ihr kennt Klaus Kinski. Wer die Show macht, der ist der Boss. Und unser negativer PCR-Test ist da dieses Gitter, was ihr unter uns seht. Aus Titan geschmiedet, wird jetzt geöffnet. Und wir gehen jetzt einkaufen. Seid dabei, Freunde. Ihr könnt das jetzt nicht so riechen wie wir, aber das hier ist Freiheit. Meinst du, die nehme ich für voll? Wieso kriege ich das jetzt hier nicht rein? Weil du ungeschickt bist, das Kist, Schatz, weil... Ach, Schatzi, ey. Warte mal kurz, Ehefrau kriegt wieder... Guck mal, ihr müsst... Da. Was hast du denn jetzt gemacht? Ging um den Riegel, der da rein muss. Aber macht nichts, du hast das alles gut gemacht. Jetzt habe ich aber meinen Spruch vergessen. Das. So, wir gehen jetzt, ich zeige euch das mal, jetzt gehen wir zu Christian. Das ist der Tante-Emma-Laden von Christian und Christian ist der Ehemann von Evelyn. Ich werde den jetzt auch nicht filmen, der weiß nämlich nicht, was auf ihn zukommt. Christian! Hallo! Hola, Christian! Hola. Wir filmen dich nicht. Komm. Wir haben jetzt Spanisch gelernt. So. Hola. Un tuba de mostaza, por favor. Was? Ja. Oui. Ach Quatsch, wie hieß Französisch, ne? Sí. Y dos cerveza pilsen. Okay, du hast... Nein. Muss Spanisch sein. No. El resultado de los exámenes, PCR, du hast oder nicht? Nein. Sehr gut. Bring ich mit. Bring next time. Hola. Hola. El grande problem. YouTube. Ja. So. Was I? Dies Panelzino. Da sitzt ein junges Mädchen hier hinter uns. Nacht. Ja. Das Brot? Ja. Okay, ein Kilo oder ich breche jetzt mal ab, dass das nicht so lang wird. Ne? Aber jetzt lachen wir wieder, okay? Morgen, endlich ist es soweit. Wir machen unsere Papiere. Neben mir sitzt die liebe Evelyn, hat uns schon ein bisschen was erzählt. Eigentlich wollte ich das im Rahmen eines Interviews machen. Wie lange fahren wir jetzt noch bis zur ersten Etappenstation? 40 Minuten. 40 Minuten. Ha, wir haben Zeit satt. Evelyn erzählt nämlich was. Sie macht ja nicht nur diese Einladungshelfergeschichte, sondern sie organisiert auch zusätzlich Transporte. Das macht sie mit jemandem zusammen. Erzähl doch mal. Hallo, guten Morgen. Ich mache das mit dem Peter Kunzmann, also erstmal als Geschäftspartner. Wir machen das gemeinsam. Wir organisieren die Umzüge von Tür zu Tür, sagen wir mal so, von eurem Zuhause aus Deutschland bis euer endgültiger Zuhause hier in Paraguay.
Ja, in der Regel machen wir die Angebote fertig, je nachdem, was ihr mit reinbringt. Und ja, und danach, wenn ihr euch entscheidet, dann machen wir das weiter. Also im Prinzip bei euch alles aus einer Hand, ne? Das heißt, man muss nicht großartig suchen. So ist das. Das ist schön. Das wissen wir ja, wo wir unsere letzten Ersparnisse lassen, ne? Vielleicht auch nicht. Alles klar. Ich melde mich nachher nochmal. Bis dann. Tschüss. So, das war die erste Etappe. Wir haben unsere Führungszeugnisse abgeholt. Und jetzt gehen wir zu Interpol. Ja, da wird es für mich nochmal spannend. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Wir sind, glaube ich, vor dem Ministerium für Migration, wo wir später auch noch hin müssen. Aber das ist erst später dran. Denke ich. Also, nachdem wir bei der Polizei gewesen sind, sind wir jetzt, wie eben schon gesagt, auf dem Weg zu Interpol. Interpol braucht aber noch eine Kopie von unserem Reisepass, die der Notar beglaubigt, ne? Ja. Deswegen machen wir kurz einen Zwischenstopp. Ich glaube, wir dürfen im Auto sitzen bleiben. Dürfen ja. wir? Ja. Sehr ordentlich. Weiter geht's. Ja, das mit der Maske ist nicht extra, Leute. Jetzt fahren wir hier zur Nationalbank. Wir müssen unser Geld einzahlen, damit wir nachweisen, dass wir voll reich sind. Ja, viel Verkehr, viel Streiks. Tschüss, Chris. Ja, der Tag geht zu Ende. Wir haben unsere Papiere zusammen. Jetzt müssen wir uns noch dauerhaft ins Land lassen. Evelyn, hast du uns eigentlich eingeladen zum Essen? Ja. Also, das ist auch geklärt, jetzt geht es mir noch besser. Ja, wir sind hier beim größeren Buffet hier. Haben gerade gefuttert und das werde ich jetzt mal filmen. Hallo? Das war ein Irrtum. Da ruft jemand an.